Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich passend zur Karnevalszeit ein Tutorial für euch und zeige euch, wie ihr euch als Red Riding Hood bzw. Rotkäppchen zurechtmachen könnt. Und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, sondern fangen direkt mit dem Outfit an. Ich habe ein schlichtes graues Oberteil mit weißem Häkelmuster am Ausschnitt angezogen und habe es einfach lässig in einen Rock gesteckt. Ja, der Rock ist schwarz, wie man sieht, und ziemlich schlicht. Dann habe ich noch eine Overknee-Strumpfhose und schwarze schlichte Schuhe angezogen und das war's dann quasi auch schon. Wir halten es also wirklich simpel. Rotkäppchens Must-Have ist neben ihrem roten Cape natürlich auch ein Korb, weil sie ja zu ihrer Großmutter unterwegs ist. Und ja, deswegen trage ich hier auch einen Korb. Und was wäre Rotkäppchen ohne ihr rotes Cape? Richtig, es wäre quasi kein Rotkäppchen. Deswegen ist das Cape auch Hauptbestandteil dieses Videos und wie ihr das machen könnt, zeige ich euch jetzt. So, let's start! Als erstes braucht ihr ein großes rotes Stück Stoff und das sollte so groß sein, dass ihr es anderthalb Mal um euch rumwickeln könnt. Diese Seite hier, auf die ich zeige, ist bei mir 1,50 Meter groß. Dann klappt ihr das Tuch einmal in der Mitte zusammen, sodass es nur noch 75 cm breit ist und faltet es so, wie ihr das jetzt hier sehen könnt. Dort malen wir jetzt mit Schneiderkreide einen Strich oder ihr könnt das auch abstecken mit Nadeln, wie ihr möchtet, weil wir das gleich zurechtschneiden müssen. Hier messe ich nochmal nach und das Dreieck, das ich gefaltet habe, ist ungefähr 68 cm groß. Jetzt schneiden wir an der Linie, die wir gemalt haben, entlang und Nuki streckt sich. Und an der anderen Linie, die wir gemalt haben, schneiden wir auch entlang. Aber dieses Stück Stoff, das brauchen wir nicht mehr. Das können wir zur Seite packen. Und fertig ist euer Quadrat. Jetzt geht's auch schon ab an die Nähmaschine und dort wird eine der offenen Seiten noch zugenäht. Als nächstes klappen wir unser Viereck einmal auseinander und stülpen die innere Seite nach außen, damit unsere Naht nicht nach außen, sondern nach innen zeigt. Tada! Das ist quasi die Kapuze. So, und die Kapuze wollen wir jetzt an unser restliches Cape dran nähen. Dafür klappen wir wieder unseren Stoff an der Seite, die 1,50 Meter breit ist, zusammen. Und die Mitte markieren wir mit einer Nadel, die wir dort feststecken. Dann klappen wir unseren Stoff auseinander und befestigen die Mitte der Kapuze an die Mitte des Capes. Das habe ich auch wieder mit Stecknadeln gemacht und zwar genau so, wie ihr es jetzt hier sehen könnt. Und dann geht's auch schon wieder an die Nähmaschine und hier näht ihr jetzt die erste Naht ganz nah am Rand des Stoffs entlang.
Da müsst ihr dann aufpassen, dass ihr die Stecknadeln, die ihr eben gerade in den Stoff gesteckt habt, wieder rauszieht und die nicht einfach mit übernäht. Und dann müssen wir als nächstes die zweite Naht nähen. Und die nähen wir mit ein bisschen Abstand zur ersten Naht, weil wir am Ende ein Band zwischen erster und zweiter Naht durchziehen wollen. Hier habe ich euch jetzt nochmal gezeigt, wie ich das mit den beiden Nähten meine. Danach nehmen wir uns ein Stück rotes Band und befestigen daran eine Sicherheitsnadel. Und dann stecken wir unsere Sicherheitsnadel mit Band in diesen Schlauch, den wir quasi gerade genäht haben. Und dann können wir unser Band da durchfriemeln. Zum Schluss sollte es bestenfalls auf der anderen Seite des Schlauches wieder rauskommen. Yay, und dann habt ihr es quasi auch schon geschafft. Dann könnt ihr nämlich eine Schleife binden und euer Cape so fixieren. Und dann können wir jetzt auch schon gleich weiter mit dem Make-up von Rotkäppchen machen. Also was jetzt hier los war, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe mir Mühe gegeben, das Make-up recht simpel zu halten und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Als erstes tragt ihr wie gewohnt wieder Eyeshadow Base auf eure Augenlider auf. Und danach kommen wir zur Kriegsbemalung. Concealer. Wieder ein bisschen unter die Augen, auf die Nase und ganz wichtig, das Herz auf die Stirn. Ohne Herz geht gar nicht. Und das verblenden wir jetzt wieder. Das kennt ihr ja auch schon aus meinen anderen Videos, ne? Und weiter geht's. Jetzt decken wir unsere Augenlider mit ein bisschen Puder ab, damit wir einfach eine Basis haben und tragen als nächstes hellen Lidschatten auf das gesamte bewegliche Lid auf. So, dann habe ich einen bräunlich-orangelichen Ton genommen und ihn in meine Lidfalte gegeben. Dann bin ich nochmal mit einem Bronzeton rübergegangen und habe quasi noch ein bisschen mehr Dimension und Tiefe damit geschaffen. Und den Ton habe ich diesmal auch auf mein äußeres Lid gegeben. Ganz wichtig, alles immer gut verblenden. Im nächsten Schritt tragen wir dann einfach Kajal auf unsere obere Wasserlinie auf, um unsere Wimpern optisch zu verdichten. Und dann ziehe ich als nächstes einen Lidstrich, den ich am Ende spitz zulaufen lassen habe. Ja, ihr wisst ja, mit dem Lidstrich, das ist manchmal nicht so einfach. Vor allen Dingen, das auf beiden Seiten gleich und symmetrisch hinzukriegen. Aber gut, anscheinend konnte ich damit so leben. Und dann mache ich auch schon gleich weiter und tusche ein bisschen meine Wimpern. Danach habe ich zu falschen Wimpern gegriffen, um meinem Look einfach mehr Dramatik zu verleihen.
Damit unsere Haut nicht glänzt, habe ich sie einfach im nächsten Schritt abgepudert. Ich glaube, mehr muss ich dazu jetzt auch gar nicht groß sagen. Ihr seht ja, was ich da mache. Mit dem Bronzeton bin ich dann nochmal am unteren Wimpernkranz entlang gefahren und habe danach optisch meine Wimpern mit einem Kajalstift verdichtet. Und dann tuschen wir auch schon als nächstes unsere unteren Wimpern und kommen zu den Augenbrauen. Hier fülle ich einfach wieder die Lücken meiner Augenbrauen aus und verleihe meinen Augenbrauen einfach ein bisschen mehr Form und Dichte. Zuerst wollte ich den Rotkäppchen-Look ja echt unauffällig und schlicht halten, aber dann habe ich mich spontan doch noch dazu entschlossen, einen richtig kräftigen dunklen Lippenstiftton aufzutragen, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich weiß auch nicht, ich fand irgendwie, das passt, vor allen Dingen mit dem roten Cape, und deswegen habe ich mich dann doch noch dazu entschlossen. Damit ich nicht wie eine platte Scheibe aussehe, habe ich dann nochmal einen Bronzer genommen und mir einfach ein bisschen mehr Farbe verliehen und ein bisschen Dimension in mein Gesicht gebracht. Und was darf bei Rotkäppchen natürlich auch nicht fehlen? Richtig, die roten Apfelbäckchen. Deswegen trage ich jetzt noch ein bisschen Rouge auf meine Wangen auf. Und das war's dann auch schon. Wir haben es geschafft. Ja, so sieht das fertige Ergebnis aus. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich habe mir sehr viel Mühe mit diesem Video gegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr dieses Tutorial nachmacht, dann schickt mir unbedingt Fotos auf Instagram oder auf Twitter. Ich freue mich wirklich riesig darüber. Und bis nächste Woche Donnerstag, würde ich sagen. Tschüss!